Zum zweiten Mal in diesem Jahr fand am Samstag und Sonntag der Köpi Cup statt. Das Badminton-Turnier wird vom Köpenicker BC und SC ausgerichtet. Befreundete Vereine aus Berlin und Brandenburg traten in verschiedenen Einzel- und Doppelwettbewerben gegeneinander an. Im Vergleich zur ersten Auflage des Köpi Cups ist die Spieleranzahl angestiegen. Rund 100 Teilnehmer gingen an den Start. Wir haben vom Freizeitspieler, der jetzt erst ein halbes Jahr spielt, bis zum Berlin-Brandenburg-Ligaspieler und ein bisschen erweiterten Nachwuchs doch ein recht großes Spektrum. Und wir haben sehr viele Vereine angeschrieben und Resonanz war sehr positiv und ja, jetzt sind halt 100 Teilnehmer da. Der Köpi Cup soll in der Badminton-Sommerpause Freizeitspaß und Wettkampf verbinden. Zielsetzung ist, dass im Prinzip das auch so ein Freizeitcharakter bleibt. Das heißt, es ist jetzt kein Einzel-K.O., wie man es im Tennis oder Badminton aus Weltmeisterschaften kennt, sondern alle spielen genauso lange, alle haben genauso viele Spiele. Heißt, niemand fliegt gleich nach dem ersten Spiel raus. Dazu wurde im sogenannten Schweizer System gespielt. Das bedeutet, dass jedem Teilnehmer 5 Spiele garantiert sind. Dementsprechend lautet das Motto des Turniers: Badminton ohne Ende.